Und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen Dienstag zu einem weiteren Spiel. Wir müssen gegen Ingolstadt. Und ich hoffe mal, dass das Ganze bedeutend besser läuft als gegen Dresden. Denn ansonsten sind wir gleich wirklich auf dem letzten Platz. 2 Punkte trennen uns. Ist momentan mehr so die Schalke-Erfahrung, die wir hier haben. Partie spielen. Ich spiele ein klassisches 4-4-2. Eventuell müssen wir auch wirklich mal was an unserer Aufstellung machen, aber ich sehe es eigentlich noch nicht. Ich meine, eins können wir mal versuchen. Wir können versuchen, gehen wir mal in die ins Teammanagement rein und schnappen uns mal Gnase und ziehen den mal ein bisschen weiter nach hier. Nee, da kann man ihn dann nicht mehr. Da ist er ZM. Warum kann ich ihm denn jetzt hier die zentral-defensive Position nicht mehr zuweisen? Arnold nach hinten. Aber willst du mich poppen? Warum kann ich den jetzt nicht mehr zentral defensiv machen? Nein, nicht speichern. Gut, dann muss der da bleiben. Dann hat sich meine Idee auch wieder erledigt. Wir können aber... Ist Hemmelane schon auf der Auswechselbank? Ja, Hemmelane ist auf der Auswechselbank. Den müssen wir mal öfter reinholen. Für Gnase. Oder wir spielen mal komplett defensiv und tauschen Berger auch noch aus und spielen dann mit 2 Zentraldefensiven, dass wir hinten mit 7 Mann spielen und vorne müssen es 3 Mann regeln. Keine Ahnung, aber irgendwas müssen wir ja mal probieren. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Ingolstadt im Schnee. Na herrlich. So. Haut der uns da weg? Jawohl. Zu Recht hier mal direkt die gelbe abgeholt. Kurz ausgeführt, das Ding. Seitenverlagerung in die Mitte. Nochmal Seite verlagern. Durchstecken. Schuss. Ha. Schade, McCowett. Aber Ecke. Kann gefährlich werden. Oh. Und das ist gefährlich geworden. Das ist sogar sehr gefährlich geworden. Oh, die ist zu kurz. Komm schon. Irgendwer an dem Ball? Nein? Okay, dann nicht. Komm schon. Irgendeiner von euch, Arnold zumindest, geh da mal in den Zweikampf rein. Ich weiß, ich habe dich jetzt komplett von deiner Position weggeholt. Och, das wäre richtig, richtig gefährlich geworden. Aber zum Glück ist nichts daraus geworden. Ach, lasse. Bisschen schneller drehen da vorne. So, Arnold. Jawohl, Arnold macht's. Schön mit Berger im Zusammenspiel. McCowett geht durch. Flanke rein. Und keiner kommt ran. Oh, linker Flügel ist offen. Uiuiui. Es ist so unglaublich, ne? Du kannst nichts dagegen machen. Wenn das Spiel will, dann schießt es einfach ein Tor gegen dich.
Und dann ist auch egal, welche Mannschaft da gegen dich spielt. Jetzt konzentrieren, nicht schnell das zweite kassieren, dann ist hier noch was drin. Aber... Was soll ich machen? Ich kann ja auch nicht auf Viererkette hinten umstellen, wenn wir schon so katastrophal viele Dinger kassieren. Boah, McCowett. Oh, McCowett. Was war das denn? Oh. So, wenn ich jetzt mal gucke. Unsere Verteidiger sind ja auch so mit unsere besten Spieler. Also, was will ich da umstellen? Die besten Leute stehen auf dem Platz. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich müsste beim nächsten Spiel einfach mal ausprobieren, wie es ist, mit vielleicht zwei vorne zu spielen. Gnase raus, dafür unser zweiter ZOM rein. Dass wir einfach vorne mehr Druck machen. Ob das besser funktioniert. Weil da, wenn wir flanken, da ist halt niemand, ne? Aber ich spiele schon so defensiv, ne? Und trotzdem reicht halt ein Ball, um da durchzukommen. Gnase. Okay. Konnte zumindest so dicht machen, dass er nirgendwo sinnvoll hinpassen konnte. Lasse hat den Ball noch auf Cutlets bekommen. Sehr, sehr wichtig. Lasse. Ach. Und kommt dann da mit dem Körper nicht mehr so ganz rum. Ernsthaft. Ja, McCowell kam dann nicht an den Ball ran. Arnold, jetzt musst du es richten. Arnold hat es nicht geschafft. Martin. Ja, Martin macht's. Sehr gut. Hey. Ich wollte schon sagen, als ob da nicht noch die Vorteilregel greifen würde. Ja. Ey. Ich raste hier doch aus. Aber wir haben auch, dadurch, dass wir kein Geld haben, keine Chance auf bessere Spieler gerade. Ja, ich versuche das jetzt. Der kommt raus. So. Und Arnold ziehe ich jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen vor als Innenverteidiger. Kann ich den noch? Nee, dann wird er direkt ZDM. Okay. So. Dann versuchen wir es in Halbzeit zweimal etwas offensiver. Mit zwei Stürmern plus ZOM. Und ohne Zentraldefensiven. Schauen wir mal, wie das läuft. Ich meine, wir haben mit fünf Leuten eigentlich genug hinten. Da brauchen wir nicht noch ein ZDM. Oh, schade. Schöner Ball gewesen. Ja. Ach, Cutlets. Den kann auch gerne mal ankommen. Oh, Verlagerung in die Mitte, immer gefährlich. Sehr gefährlich. Arnold. Arnold verliert das Ding. Und Edlef. Edlef rettet. Edlef rettet uns das Ding. So, mit Cowett erstmal weg damit, richtig.
Oh, schön geblockt da an der Stelle. Da kommt wenigstens mal einer hin mit dem Fuß. Und da schön in Zweikampf gegangen. Sehr schön gemacht, Thomas. So, und Lasse. Steck durch. Nee, war gar nicht Lasse. Jetzt Lasse. Er wird geblockt im letzten Moment. Im letzten Moment wird Lasse geblockt. So, Cutlets, Thomas, komm, irgendwer. Irgendwer muss doch jetzt mal dazwischen hauen. Martin macht's, okay. Boah. Also selbst vom 16er aus sind die so gefährlich. Ich meine, wir gewinnen immerhin die Kopfballduelle. Das ist schon mal viel wert. Aber viel mehr Gutes kann man leider über die Mannschaft momentan nicht sagen. Die Pässe kommen nicht an. Komm, Edlef, hinter. Martin, über rechts. Och, steck doch durch, Köhler! Martin, blocken. Arnold, Martin, einer von euch, schön, Arnold. Okay, Arnold, alles easy, alles easy. Keine rote und dann ist alles gut. Ja, gelb. Alles easy. So, Jansen. Zünd den Turbo. Es ist niemand mit nach vorne gekommen, ne? Es ist so zum Heulen. Die bleiben alle hinten stehen. Und ja, und da ist es 3-0. Nein, weil Edlef es verhindert. Weil Edlef einfach der geilste Keeper in der ganzen dritten Liga ist. Und wieder Edlef. Und nochmal Edlef. Nochmal Edlef. Und och, ey. Wie oft muss ich diesen Ball denn abwehren? Also Edlef hat da jetzt 4 saubere Paraden rausgehauen. Und es reicht einfach nicht aus. Es reicht einfach nicht. Destrut macht trotzdem sein Ding. Aha. Komm mir nicht vorbei. Kalec zu langsam. Zu unwendig und zu langsam. Und Alter, die kontern mich jetzt hier nicht einfach nochmal aus. Nee, 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 Junge. So leicht kommst du an Edlef nicht vorbei. Einmal angerempelt, Ballverlust. Es ist... Nee, ich sag's nicht nochmal. Martin, komm schon. Komm jetzt. Ja, gut geblockt. Weißt du, wenn ich nicht wüsste, dass ich einen Schwierigkeitsgrad drunter die Spiele 12-0 gewinnen würde, würde ich runterschalten. Aber ist ja auch absolut unspannend, wenn wir hier einfach über alles 12-0 drüber fahren. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Und Arnold ist gesperrt wegen zu vielen Gelben. Ja, nee, doch, ist super. Oh, gegen Duisburg, nur gegen Duisburg, ja, okay. Nein, ihr kriegt den nicht, ihr könnt die Ablösesumme zahlen. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir vorne viel aktiver waren, als ich umgestellt habe. Will aber auch Gnase nicht verlieren, weil der ist halt wirklich ein wichtiger. Ich glaube, was ich mache ist... Arnold und Thomas tauschen. Haas.
muss halt dran glauben. Dafür kommt Peters. Ah, okay, kann ich jetzt nicht einfach so machen. Muss ich tatsächlich eine andere Aufstellung für wählen. Ich brauche zwei Offensive. Ich stelle um. Ja. Gnase bleibt, Berger bleibt, Peters lasse. Die beiden wieder etwas eingezogen. Dann haben wir für die Innenverteidigung jetzt mal einen guten Auswechselspieler mit Tomas. Das ist schon okay. Gnase bleibt weiterhin auf dem Feld, weil der ist nun mal von den Stats her mit McCowett unser bester Spieler. Den kann ich jetzt nicht einfach rausschmeißen. Das ist nicht drin. Na gut. Schauen wir mal, was die neue Taktik bringt. Beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wisst ihr ganz genau. Einfach abonnieren. Und ich fühle mich wie so ein Uhrwerk, aber wenn ihr in der Mannschaft dabei sein wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich füge euch hinzu und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, macht's besser, haut rein. Ciao.